Herrlich. Glücklich wird, wer selber macht. Ne, Flo? Geile Sache, wirklich, richtig toll. Oh, hier sieht's auch gut aus. Ja, seid gegrüßt, liebe Zuschauer. Ich habe gerade ein bisschen kryptisch geredet. Das ist ein kleiner Insider. Vor mir ist etwas entstanden, zusammen mit dem Flo. An genug anderen Stellen auch, aber das ist hier was ganz Besonderes. Es war eine richtig coole, kreative Zeit. Aber da kommen wir dann später zu. Ich werde euch jetzt erstmal erzählen, was ich heute so vorhab. Denn die letzte Zeit ist unglaublich viel passiert im ganzen Garten. Ja. Ob Sachen hierher geschafft, hier und da was gemacht, hier gebastelt, dort die Geschichte hier, auf die wir dann gleich noch kommen. In der Richtung ist was passiert. Also es gibt überall irgendwie was zu zeigen. Einmal für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, ich war ja ein halbes Jahr nicht da und habe in der Hinsicht einiges aufzuholen, habe mir jetzt aber nicht den Plan gesetzt, hier To-Do-List sonst wie irgendwie abarbeiten und sich da Stress machen, sondern habe angefangen, mir hier hinten in meiner Chill-Ecke, hier in meiner Kreativ-Oase eine Basis zu schaffen und von dort aus dann zu starten. Das war eine richtig gute Idee, also für jeden, der vielleicht mit dem Garten anfängt, schafft euch irgendwo einen Ort, wo ihr euch erstmal richtig schön niederlassen könnt. Wenn ihr irgendwie eine Hütte habt, macht die schön fertig, räumt die auf, macht euch das gemütlich. Irgendwo, wo so ein kleiner Bereich ist, wo man loslegen kann. So war es dann diesmal hier und das hat sich richtig ausgezahlt. Ja, heute gibt es auf jeden Fall einen Gartenrundgang in allen Ecken, wo was passiert ist. Und ich will nicht länger rumpalabern, ich möchte einfach mal loslegen mit euch. Und dann legen wir einmal los und ich möchte ganz gerne hier vorne anfangen mit den Hochbeeten. Das ist ja auch das Erste, was da irgendwie ja, so die liebende Hand erfahren hat. Also das war das Erste, wo ich bei war, um dann auch einen Bereich zu schaffen, wo schon mal der Knoblauch rein kann, der sich in anderen Beeten wiedergefunden hat. Ja, hier haben wir einmal Mangold. Dann haben wir Knoblauch, 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 Knoblauch. Wobei ich sagen muss, es kann sein, dass die eine oder andere Stelle, gerade wenn ich mir die so anschaue, ja, dann doch eine Zwiebel zwischen ist. Das sind halt die, ich sag mal, geretteten Exemplare, die in anderen Beeten gefunden wurden, wie gerade auch schon gesagt. Ja, und zwischen dem Knoblauch, Schrägstrich Zwiebeln, sind auf jeden Fall die Möhren reingekommen. Bei Möhren, ja, habt da bitte Geduld für alle, die das noch nicht so kennen. Die brauchen ein bisschen Zeit, bis sie dann irgendwie mal ihr Köpfchen dann irgendwann rausstrecken. Allgemein haben die eine lange Zeit, die sie brauchen, aber dennoch, ich tue die zusammen, das passt wunderbar, brauchen bei beiden Geduld. Beim Mangold ist das so, der ist jetzt im zweiten Jahr, der wird natürlich in die Blüte gehen. Ja, obwohl, es gibt immer irgendwie Wendungen und Überraschungen bei den Pflanzen, deswegen will ich das gar nicht so richtig fix sagen, aber es ist so die Erwartung schon, die ich habe. Und ja, bei den Pflanzen ist das so, die kommen jetzt langsam mit den Blättern. Die nichts getaugt haben, habe ich abgemacht und würde das halt ein bisschen hochschießen, aber die Blätter kann ich immer noch wunderbar ernten für einen Salat oder Spinatersatz beim Kochen. Mal gucken, wo das da hinwandert. Ich persönlich bin auf jeden Fall Freund davon, ja, da auf jeden Fall so rohköstlich wie möglich unterwegs zu sein. So, Spinat, Knoblauch oder Zwiebeln, Möhrchen, hier auch noch ein Knoblauch und Mangold. Gehen wir einmal nach rechts. Hier haben wir auf jeden Fall wieder Knoblauch oder Zwiebeln vielleicht mal zwischen. Ja, und dazwischen Möhren. Hier habe ich freigelassen. Und das, was ich euch hier an diesem Beispiel mal zeigen möchte und auch durchs Näher rangehen. Wie ihr sehen könnt, ganz viel Aktivkohle, Sägespäne. Das sind so die Sachen, die hier reingefunden haben. Durchs Gießen sieht man die Sägespäne jetzt nicht so deutlich. Aber ja, wenn man sich die Struktur mal anguckt und so, kann man das auf jeden Fall schon erkennen. Ja. Also da sind wir super aufgestellt, gemutlich ist die Geschichte noch nicht, ich wollte eigentlich so ein bisschen auf die Möhrchen warten, vielleicht überlege ich mir es auch nochmal und warte nicht ab und bedecke das dann doch nochmal mit Stroh, gleiche Geschichte hier, weiß nicht, ob da die Saattiefe sonst zu tief ist oder ob das dann trotzdem durchkommt, da habe ich in der Richtung keine Erfahrung, bisher habe ich das immer andersrum gemacht, angebaut und dann gemulcht, das werde ich dieses Jahr ein bisschen beobachten, auf jeden Fall da. Ja, mein Verhalten ein bisschen anpassen in der Hinsicht. Geht ja auch um Wassersparen, ganz, ganz wichtig. Bin auf jeden Fall super glücklich über das, was wir hier so gemacht haben. Gerade so der Bereich, der hat einen ganz anderen Touch gekriegt. Ja. Ja, hatte Besuch da, meine Gefährtin, die war hier in der Ecke zu Gang, hat da freigemacht. Da drüben war ich mit dem Sohnemann zu Gang. Seid lieb gegrüßt an dieser Stelle.
Da vorne war ich noch mit dem Flo bei und hier hinten ist natürlich auch wieder so an der einen oder anderen Stelle was passiert. Vor allen Dingen beim Pavillon gehe ich jetzt bei, da war ganz viel Vandalismus mit Müll und so weiter. Das mache ich so nach und nach und befreie das. Da vorne stehen die Müllsäcke, geht dann dementsprechend dann hier aus dem Garten raus. Das wird irgendwann auch dann besser dastehen. Oh, ist das schön mit den Vögeln. Also das ist was, was wir zurzeit richtig genießen. Und übrigens, der Zitronenfalter, der lässt sich hier so oft blicken. Also locker 15 Mal gesehen, also war wirklich oft. Und kommt anscheinend wieder. Entweder ist es immer der gleiche, zu zweit habe ich sie noch nicht gesehen, oder halt auch echt verschiedene. Ja, gerade so unten bei den Brombeeren und die Richtung da hinten. Aber die flattern hier immer wieder durch und ja, scheint denen hier zu gefallen. Das freut mich natürlich umso mehr. Ich habe apropos Vögel auch noch einen Wunsch in mir, einen Traum. Und zwar hat der Chinasittich zu uns gefunden hier in Husum. Das ist ein Vogel, der aussieht irgendwie wie ein Papagei in klein. Der verträgt sich wohl auch ganz gut mit den Dohlen. Und fliegt da ganz gerne mit und der macht sich hier so ein bisschen, ja, der macht sich hier ein bisschen breit. Und vielleicht darf ich den hier irgendwo in meinem Garten sehen, das wäre echt eine Riesenfreude. Ja, das wünsche ich mir so für dieses Jahr, wer weiß. Ja, hier hinten brauche ich eigentlich gar nicht so viel zeigen, deswegen machen wir das mal einmal auf die Ferne. Hier hinten ist alles noch gleich. Da gibt es keine Neuerung, auch hier vorne nicht. Ja, holzmäßig ist ein bisschen was weggekommen. Hier auch nicht wirklich. Ich könnte jetzt sagen, zeige ich euch nochmal hinten die Totholzhecke. Aber ja, die ist jetzt auf jeden Fall nicht so wichtig. Ihr könnt euch das vorstellen, die ist jetzt gefüllt. Zeige ich euch in einem anderen Gartenrundgang oder in einem anderen Moment. Denn hat spermelmäßig nochmal wieder was zu mir gefunden, worüber ich mich sehr freue, weil das war so ein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich denke mal, wenn ihr das erste Mal seht, dann denkt ihr das Gleiche wie... Sag doch mal ehrlich, wonach sieht das aus? Aber ich fand es trotzdem cool. So ein bisschen, ne? Hat schon Plätzchen gefunden. Vielleicht kommt da was rein, vielleicht kommt auch was anderes rein. Vielleicht kommt auch eine Insektentränke rein. Das wäre vielleicht eine Idee. Insektentränke. Mach mir eine Insektentränke draus. Warum nicht? Das wäre doch eine Idee. Schauen wir mal. Einmal zurück das Ganze. Zip. So, und dann laufe ich mit euch mal durch den Garten. So, Stativ lasse ich hier. Hier hat sich nicht ganz so viel getan, da habe ich mal angefangen. Das mit dem Apfelbaum habe ich schon erzählt und gezeigt, bin ich super, super glücklich mit. Und das, was ich euch zeigen kann, ist jetzt an dieser Stelle, was kommt so durch. Da haben wir hier einmal Schnittlauch, da haben wir einmal Blutampfer. Ja, das sind so Sachen, die kennt ihr vielleicht aus dem Supermarkt, wenn ihr die noch nicht im Garten gesehen habt, die Blätter. Kennt ihr auch in Größe auf jeden Fall. Noch ein Schmetterling durchs Bild, wie schön. Dann haben wir hier noch Erdbeeren. Und da vorne haben wir den Rhabarber. Und ich muss sagen, der sieht aus, als ob es ihm gerade richtig gut geht. So, und hier könnt ihr sehen, der sieht richtig gut aus. Der kriegt auch demnächst nochmal Platz und Mulchmaterial, damit er auch wassersparend weiter wachsen kann. Aber das Beet hat sich generell in der Vergangenheit immer sehr gut gehalten. Hier ist sonst nichts passiert. Das Geschichtchen wollen wir auch wachsen lassen. Mit Minze und Gräsern so dazwischen. Also solche Bereiche sollte man im Garten haben. Das zieht auf jeden Fall die Arten an. Und was wollen wir mehr als Artenvielfalt im Garten? Daher mäht nicht alles ab, lass er stehen. Ja, und bei der Geschichte, wir hatten da ja dicke Bohnen drin, ist noch nicht zu sehen. Muss man aber auch sagen, mit dem Wasser ein bisschen vernachlässigt. Hoffen, dass das jetzt so weiter gut geht, aber wir sind im guten Gefühl. Also ne, nicht wir hoffen, das sind falsche Gedanken, aber wir sind hoffnungsvoll, sagen wir mal so. Ja, hier ist mega viel passiert. Guckt euch das an. Also da hat auch der Flo gewütet. Hier war ich irgendwie so bei, da ging er dann so rüber. Ja, haben ein paar Pflänzchen eingepflanzt. Hier bei der Geschichte haben Erdbeeren reingefunden. Ja, ich glaube 3 Stück, wenn ich das richtig sehe, oder sind das nur 2? Flo? Sehe ich gerade nicht. Hier haben wir ja noch so Oregano und ich weiß nicht, was da wächst, ob das jetzt irgendwie eine Königskerze wird oder vielleicht sogar ein Fingerhut. Ja, das sind so die Geschichten, die so ein bisschen ähnlich aussehen. Ich kann das noch nicht auseinanderhalten, muss ich noch lernen. Ja, hier haben wir so ein bisschen Pflänzchen rein, da auch sowas, was wir gefunden haben. Und da ist die Kronlichtnelke.
die Geschichte hier wollen wir wieder zum Blühen haben. Ja, also hier hatten wir ganz viel Ringelblumen zum Beispiel. Rucola war, glaube ich, noch dazwischen. Und ja, dieses Jahr möchte ich, glaube ich, auch mal wieder ein bisschen Koriander sehen. Weil Koriander blüht auch richtig schön und zieht die Insekten an. Definitiv ein Insektenmagnet. Ja, so sieht's aus. Hier vorne hatten wir ein kleines Malheur, einen Unfall. Waren wir nicht vorsichtig genug. Und das gilt es dann irgendwie nochmal auszubessern. Da gibt es auch noch eine zweite Stelle, sonst ist das auch passiert. Also da spricht nichts gegen ein Grassohn-Hochbeet mit der Queke oder Quecke, wie ihr das nennen möchtet. Solange man dann vorsichtig ist und die Seitenwände dementsprechend stabil hält. Ja, wobei man auch sagen muss, hier hatte ich auch einen Unfall durch Leute, die hier irgendwie durchs Beet gelaufen sind. Und da war schon irgendwas runtergebrochen. Da erinnere ich mich jetzt auch wieder dran. Das war im letzten Jahr. Also es war hier alles schon ein bisschen instabil, ne? Also Eigenverschulden, sag ich mal. Das Beet an sich funktioniert wunderbar, kann man an vielen anderen Stellen zeigen. Hier ist überall stabil. So, und ich habe ja gerade davon geredet, es gab noch eine weitere Stelle, das ist diese hier. Hier ist einiges weggekommen. Ja, der größte Teil, der übrig geblieben ist, ist hier. Ein Teil liegt da vorne, habe ich einfach mal ein bisschen umgeschaufelt. Ja, und hier haben wir eine schöne Ecke jetzt, der Weg ist breiter geworden, das gefällt mir richtig gut an dieser Stelle, auch weil ich jetzt hier an die Pflanzen besser rankomme. Und hier haben wir jetzt das haarige Schraumkraut, ich konnte es mir merken, ja, gefällt mir richtig gut. Ja, und alle Beete haben jetzt, ich hatte einen Teil noch gute Erde und ja, Aktivkohle, selbst hergestellte, denn hier liegen sogar Reste noch von diesem kleinen Erdbeerkörbchen, ja, der zerfledderte, aber da ist alles gut mit auch hier rein. Das verkompostiert sich mit der Zeit. Hier auf der Ecke hat noch Rosmarin reingefunden vom Vorjahr. Das ist ja so ein Winterharter. Und dann habe ich gestern noch mal ein bisschen gebastelt und richtig schönes, stabiles, ja, sieht vielleicht nach viel Wackeln aus, aber das ist wirklich stabil. Ein richtig schönes, stabiles ja, Tomatengestell gebaut. Also hier sollen sie auch wieder rein. Ich dachte mal, ich fange mal ein bisschen früher an jetzt damit, so nach Lust und Laune. Und wie ihr sehen könnt, wenn man so nach den Energien geht und dem nachgeht, wo jetzt echt das Herz brennt gerade für, wo man so kreative Energie spürt, wo man so einen Drang nach spürt, da seinen Garten zu gestalten und vorzubereiten für ja, die Saison, die große Pflanzzeit. Mitte Mai geht es hier los. So, jetzt gucken wir noch mal weiter. Ich habe ja auch jede Menge Material gekriegt. Ich weiß nicht, inwiefern wir die Bretter schon mal drauf hatten. Hier lag ja auch einiges rum. Das Brett stammt noch von da. Ja, aber was wir ganz fleißig fertig gemacht haben, ist das Beet. Das war ja schon im eigenen Video. Also wer das verpasst hat, einmal oben rechts. Da könnt ihr mal sehen, wie wir hier vorgegangen sind, was wir hier gemacht haben. Im Detail brauche ich da nicht mehr viel zeigen. Ich habe jetzt... Wir hatten vorne Brokkoli liegen im Foodtrank-Stand, der wurde nachher aber so knusprig und trocken, obwohl er saftig aussieht. Der ist durch, da hätte man vielleicht noch was mit machen können, aber es ist alles ein Gartenkreislauf, bevor das vorne dann irgendwie feucht und gammelig wird. Da gab es nämlich schon ein paar Stellen, wo es losging. Da dachte ich mir, ab auf den Kompost, gebe das Ganze so als Mulch für alles, was da drunter irgendwie ist. Habe ja einiges an Würmer hier reingeholt. Ja, ich habe auch mal ein kleines Video gemacht dazu. Das war nämlich einmal hier hinter mir, war schon ein bisschen abgelagert, aber selbst da sah man noch schön ein paar Würmer. Es ist alles voll mit Würmern da drin. Ich baue jetzt nicht so ein super Bild, aber hier mal ein paar Aufnahmen, wie es gerade aussah. So sieht das hier aus. Wir haben jede Menge neue Bewohner im Garten. Ah, herrlich. Herrlich, solche Bewohner im Garten zu haben. Und eine deutliche Masse mehr. Ach, wie schön. Ja, bleiben wir beim Kiholbeet. Ich möchte es nochmal vorstellen für alle, die das irgendwie noch nicht kennengelernt haben. Wir haben es einmal da drüben gesehen, da gab es das. Wir kennen das vom Kartoffelacker. Ja, da gibt es überall dieses Geschichtchen hier in der Mitte mit den Stäben und dem Kompass. Was hat das auf sich? Hier in der Mitte wird verkompostiert, wenn die Würmer hier in der Mitte unterwegs sind und hier das alles hervordern. Und ja, die verteilen einfach die Nährstoffe im Beet. Das ist das eine. Das zweite, im Beispiel einer Tomatenpflanze, die ich mal hier hatte, hier waren ja schon Tomatenpflanzen, da durfte ich feststellen, also nicht nur bei der einen, auch bei den anderen, dass die Wurzeln bis zum Kompass gegangen sind und das waren richtig gute Tomaten. Ich weiß jetzt nicht mehr, aus welchem Jahr das war.
wo wir hier die ganzen kleinen hatten, aber das war alles voll. Also da waren hunderte von Tomaten dran, von diesen kleinen, das ist echt der Hammer. Was natürlich auch der Pflanze mit verschuldet ist, aber die muss ja auch erstmal dementsprechend Power kriegen. Ja, so sieht das hier aus. Dann sei noch gesagt, was ich gerade vergessen habe, natürlich, wenn die Würmer hin und her wandern, verteilt sich nährstoffmäßig definitiv was. Und durch die Pflanzen, die dann überall wachsen, die holen sich die Nährstoffe, wenn die Wurzeln dann lang genug sind, wie bei den Tomaten, auch aus der Mitte. So ein Zusammenspiel aus allem. Ja, das Geschichtchen soweit freigemacht. Gibt an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall noch was zu verbessern, wie jetzt hier so. Da könnte man nochmal bei und die Seitenwände mal wieder schier machen. Aber jetzt ist das vorbereitet, abgedeckt, Biomaterial eingearbeitet und das kann weiter noch vor sich hin vegetieren, sag ich mal. Ende der Woche oder Anfang nächster Woche soll es hier bei uns regnen und darum geht's. Darauf warten wir, dass sich das Ganze weiter verkompostieren kann. Ja, hier vorne ist so weiter nichts passiert, da brauche ich euch nichts zeigen. Der Grünkohl, der steht richtig gut da, das kann ich euch noch zeigen, aber richtig gut. Sind wir immer mal ab und zu am Blätterfuttern, das werde ich glaube ich gleich im Anschluss auch machen, aber erstmal kräftig trinken, auf dem leeren Magen sollte man nicht. Also zwei Gläser Wasser besser, das sollte man schon weg haben. Ja, und dann geht das rohköstlich auf jeden Fall klar, ist nicht für jeden Magen bestimmt. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. So, hier, das soll ja Tomatenfeld wieder werden. Das wollen wir genauso machen. Auch mit dem Gestell habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, wenn das frei ist, gleich Gestell rein. Das habe ich auch so, eins der nächsten Beete so im Kopf, obwohl auch da hinten noch der Kartoffelacker wartet, dass er fertig werden möchte. Mal gucken, wo wir hinkommen. Osterglocken zeigen sich, auch schön. Da haben wir noch jede Menge Steine für die Steinpyramide. Ja. Die Blühwiesengeschichte. Na, werden das Gartentor offen gelassen? Was ist denn hier los? Habe ich vergessen zuzumachen. Machen wir doch gleich mal zu. Ja, und hier jede Menge Material, aber das kennt ihr größtenteils schon. Direkt aus dem Pferdestall auch ein paar Pferdeäpfel. Das darf sich hier alles durcharbeiten. Das soll hier nicht alles bleiben. Das wird nachher noch verteilt. Mal gucken. Hier holen wir uns auf jeden Fall immer mal was weg, wenn wir das in anderen Beeten brauchen. Oh, da kam eine Hummelkönigin durchs Bild. Ach, ich mag das. Die Hummelköniginnen sind richtig gut unterwegs. Also hier im Garten auf jeden Fall. Ich habe auch wieder eine, wie heißt sie noch? Mauerhummel? Steinhummel? Steinhummel, ne? Mauerhummel, Steinhummel. Bei mir beim Bunker hinten. Das freut mich auch wieder. Die hat da also quasi ihr Nest, wo sie ihr Volk dann großzieht. Ja, hier sonst weiter nichts. Ja, das ist hier alles noch relativ unberührt. Hier links ist auch noch nichts entstanden. Das ist noch ein altes Gestell hier. Das werden wir abbauen. Da haben wir auf jeden Fall besseres Holz noch für. Gute Geschichte. Und dann tingeln wir hier nochmal längs, weil von hier lohnt sich der Blick, finde ich, auch nochmal. Das ist doch eine richtig schöne Sache. Richtig gut. Da sind wir schon richtig gut weit gekommen, finde ich. Und guckt euch das an, die Weide. Ja, die hat richtig aufgemacht und zieht auf jeden Fall richtig viele Tiere an. Ja, also ich habe auf jeden Fall immer wieder Vögel, die ich sehe, Schmetterlinge, Hornissen, Bienen, Wildbienen, Hummeln. Jeder, der so hin mag. Und darf in keinem Garten fehlen. Also jeder, der das anbauen darf oder pflanzen darf, der sollte das unbedingt tun. Gerade so in der Frühlingszeit, wo Futter noch ein bisschen rar ist, ist das Gold wert im Grunde genommen für die Insekten. Richtig gut. Ja, wie schön. Das will ich euch nochmal von hier zeigen. Ich finde auch eine richtig gute Sache. Und hier auf der Ecke habe ich gleich schon aufgestellt. Ich habe übrigens noch eine Kartoffel gefunden irgendwo. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Die muss ich noch sichern gleich. Insektentränke ist hier hingekommen. Und mal gucken. Vielleicht gibt es hier noch Pflanzen, die irgendwie hin können, die so, ein bisschen Sonne. Wenn wir jetzt mal gucken. Jetzt sagen wir mal, haben wir 10:30 oder so. Keine Ahnung, 10, 10:30. 10:30 ist, glaube ich, realistisch. Denn dürfte so 11:30, 12 hier die Sonne langsam weggehen. Das heißt, das Pflänzchen müsste natürlich auch dem Ganzen standhalten können. Mal gucken, Salat, glaube ich, müsste gehen. Ja, habe ich das hier eigentlich schon gezeigt? Nee, nicht wirklich. Oder?
Nee, also hier sind auf jeden Fall Erdbeeren reingekommen. Hier haben wir ein wunderbares Plätzchen gefunden. Ja. Könnt ihr sehen, ganz wunderbar, die grüne Farbe so zwischendrin. So sieht eine Erdbeere aus. Ja. Hoffentlich kommen die so durch und denen ist das nicht zu eng oder so. Ich habe das mit dem Stroh in dieser Reihenfolge das erste Mal so rumgemacht. Wie gesagt, ich lasse die Pflänzchen gerne ein bisschen groß werden und mache das dann sonst immer. Aber in der Vergangenheit war das auch so, dass wir nicht so tolles Mulchmaterial hatten wie jetzt. Denn das ist nicht selbstverständlich, sonst Mulchmaterial im Garten zu gewinnen. Das war bei mir, ging immer nur so peu à peu. Das, was da war, und nicht jedes Beet konnte so abgedeckt werden, wie ich mir das gerne gewünscht hätte, wie man das in der Permakultur gerne macht. Aber es sind alles so Dinge, die wachsen. Und das, was ich jetzt tolles dieses Jahr da habe oder wir da haben, das können wir einmal hier vorne finden. Hier haben wir übrigens, ne, das ganze Pferdemistgeschichtchen. Da haben wir noch ein bisschen Müll liegen. Ja, und guckt euch das an. Super schön, richtig viel davon. 2 Tüten voll Geschenke gekriegt. Und da wartet noch irgendwo ein Ballen. Und der auch hier vorher lag, den haben wir da auch überall verteilt. Ich glaube, das ist da nachher gelandet. Ja. So, apropos Weide. Da könnt ihr doch sicherlich schon was entdecken, dass hier was passiert ist. Ja, richtig schön. Haben wir gut gemacht, finde ich. So sieht das Geschichtchen aus. Nochmal von hier. Richtig schön. Richtig schön. Das gefällt mir echt richtig gut. Und wenn wir dann mal irgendwie sitzen da hinten, dann kann man hier die Vögel beobachten und Schmetterlinge. Das ist so das, was man aus der Ferne sehr gut beobachten kann. Ja, bin gespannt, wie das alles so zuwächst und nachher aussieht mit den Blättern dann. Und ja, alles wird ja ein bisschen dicker und ja. So nach und nach werde ich das machen. Alles andere drumherum, was jetzt noch lang ist und nicht eingeflochten, das sind so Sachen, wo ich definitiv noch Holz draus gewinnen werde. Ich denke, das lasse ich bis nächstes Jahr wachsen und dann wird das irgendwie ja, abgeschnitten. Also Weide, ein super Holzlieferant. Hier könnt ihr das hier sehen. Lauter Holz und schon viel verarbeitet. Als Pfähle benutzt. Irgendwelche Konstruktionen. Ja, werdet ihr auf jeden Fall noch mehr sehen. Totholzhecke, was dafür abgefallen ist, auch super Sache. So, also hier im Bereich im Grunde genommen freigemacht. Hier nach hinten, da werden nachher noch Steine verlegt, müssen wir gar nicht größer rangehen jetzt, ne? Aber das, was ihr wahrscheinlich sehen wollt, ist das hier vorne. Da waren der Flo und ich zuletzt bei. Ich habe es ja vorhin angekündigt. Da gehen wir jetzt nochmal ins Detail, ein bisschen näher ran. Und das war eine kreative, schöne Geschichte. Ich war im Fluss. Wir hatten so viel Freude daran an dieser Geschichte. Zeige ich euch mal die Details. So, und da fangen wir tatsächlich mal hinten an. Also es soll hier so ein bisschen ergänzend sein zu der Außenküchengeschichte, die dann irgendwann nochmal aufgebaut wird. Und ja, so Stück für Stück halt. Hier eine Geschichte zum Sachen ablegen dann nachher. Die 2 Steine, die werden nachher noch einen dritten zu Besuch kriegen, wenn das mit der Erde da so weit rangearbeitet ist, passiert noch ein dritter daneben. Ja, so ein bisschen Steine, Stöcker, ein bisschen was Dekoratives. Ja, und da dieser Hügel stammt ja erdmäßig hier aus der Lücke, also das, was nach unten ging, das wurde hier dann gesammelt. Wir haben festgestellt, es war ganz gute Erde, so für den Anfang als Basis. Ja, und ja, das haben wir jetzt schon ein bisschen aufgepimpt. Ich hatte dann noch spezielle Erde da. Habe da auf jeden Fall Aktivkohle wieder reingearbeitet. Ja, Stroh und so weiter. Das sind so Sachen, damit fangen wir dieses Jahr an. Und dann wird das Beet halt mit der Zeit dann immer wieder ein bisschen aufgewertet durch Biomaterial, was dann da reinfällt. Wie ihr das aus dem Garten kennt, aus den anderen Beeten, was ich dieses Jahr auch schon ganz viel gezeigt habe. Ja. Was ich gerade vergessen habe zu zeigen ist, hier ist noch eine Sense eingearbeitet. Hat er so eine alte Sense. Die wollte den Platz finden, die lag irgendwie da oben und beim Dekorieren des Ganzen passte das nachher da wunderbar hin. Einfach mal oben raufgelegt und optisch passte das wunderbar dazwischen, als sollte es da sein. Die Dinge fügen sich, die finden zusammen und so war es eigentlich mit dem ganzen Beet. Nochmal so eine Ansicht. Hier haben wir auch noch so den kaputten Kürbis, den kann ich dann auch, wenn wir dann Herbst haben, umdrehen, dann hat es das Kürbisgesicht.
von Halloween, das kennt ihr ja. Dann hatte ich hier noch so einen Blumenkastenhalter, so einen alten geschmiedeten. Ich liebe das ja. Und den haben wir jetzt auf jeden Fall hier reingebracht. Der hängt eigentlich auch nur an zwei Nägeln. Die haben wir richtig schön stabil reingemacht. Das wird sich dann mit der Zeit auch komplett setzen, wenn der Regen dann alles so umschließt oder beziehungsweise die Erde durchspült. Ja, und dann Deko-Elemente mit recht massivem Holz. Also das ist richtig stabil, schon in mehreren Beeten verwendet. Steine. Ja, und hier haben wir dann nochmal vor, mit den Pötten dann hier was anzustellen. Mal gucken, was wir da dann einpflanzen. Ob wir die nochmal tiefer setzen. Hier auch einer. Ja, aber das wird sich dann in der Zukunft zeigen. Auch was da dann irgendwie noch reinkommt. Den Pott habe ich auch erstmal nur reingestellt. Mal gucken. Also ihr könnt sehen, alles kriegt Struktur, kriegt Ordnung. Hier kann ich ja noch mal ein bisschen zeigen. Ja, Bunker gerade zuletzt aufgeräumt. Eine gute Basis geschaffen. Da gab es ja auch Vandalismus. Und Vögel, die können das auch. Hier haben wir auch Aktivkohle, auch noch mal bessere Erde reingearbeitet. Stroh. Na, irgendwo habe ich mir gerade eine Spinnenwebe eingefangen. Ich hoffe, die hat jetzt nicht gestört bei den Aufnahmen. Ja, auf jeden Fall kriegt das Dampf und dann mit dem Mai kommt hier auf jeden Fall Tomate rein. Mal gucken, was da noch reinkommt. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und wir versuchen dann immer fleißig zu gießen, so gut das geht. weil Wassersparen ist angesagt. Wir haben nicht mehr ganz so viel. Ich kann euch das mal am Beispiel dieser Tonne zeigen. Da haben wir nämlich bald den Boden erreicht. Oh, da bin ich ja zu sehen. Gleich zweimal durch die Kamera und durchs Wasser. Ja. Vorne ist das auch deutlich weniger geworden, aber das passt schon noch. Wie gesagt, soll bald regnen und dann hoffen wir mal, dass das mal richtig durchspült. Ja, vom Wasser ist alles immer abhängig, aber auch, wie man sich vorbereitet. So eine Geschichte ist natürlich nicht geschützt, dann auch schnell wieder trocken zu werden. Da es ein bisschen tiefer liegt und der Wind hier nicht direkt reingeht oder die Sonne, also das hält sich hier noch einigermaßen. Da sind dann offene Beete ein bisschen anders. Also Mulchen ist auf jeden Fall super, super, super wichtig, wenn man gut durchs Jahr kommen möchte und vor allen Dingen wassersparend. Ja, die Ressourcen sind endlich und derzeit haben wir jetzt noch keinen Wasseranschluss, der da vorne ist, sondern müssen mit dem klarkommen, was wir haben. Und das ist halt alles begrenzt. Ja, wird sich aber auch wieder füllen und es gibt auch nette Nachbarn, die dann hier ein bisschen mehr haben und weiterhelfen können. Aber mein Tipp für euch auf jeden Fall, für jeden, der es noch nicht kennt, mulcht eure Beete. Guck mal, da haben die Pflanzen das so richtig kuschelig warm, können sich entfalten. Und das Größte bei der ganzen Geschichte, es geht ja nicht nur um die Pflanzen und Wasser und so. Also darunter fühlen sich auch jede Menge Lebewesen wohl, die ja da geschützt unterwegs sind. Und vor allen Dingen auch, also nicht nur vor Fressfeinden, sondern auch vor dem Wetter. So, ich denke, damit habe ich einen ganz guten Einblick wieder schaffen können, wie es hier zurzeit aussieht. Alles so ein bisschen am Vorangehen und auch am Wachsen. Ja, die Pflänzchen sind im Gewächshaus. Ich habe sie schon von zu Hause ins Gewächshaus gebracht. Die Sonnenblumen sind mir vergeilt. Ich habe ja auch nur Westsonne gehabt. Die sind lang und dünn und spaggelig. Mal gucken, ob wir die noch retten können. Ansonsten bin ich aber sehr zufrieden mit den Tomaten. Da mache ich aber an dieser Stelle nur ein bisschen neugierig. Das werde ich euch aber irgendwann demnächst zeigen. Ich soll ja auch noch pikieren. Und mal gucken, ob der Flo mir dabei hilft. Vielleicht fangen wir das auch in Kasten ein. Ich habe ja auch noch einen Pikierstab geschnitzt und andere Sachen geschnitzt. Das sind auch nochmal Sachen, die ich euch zeigen kann. Ach, jetzt sind wir doch noch zur Totholzecke gekommen. Dann kann ich euch die auch nochmal fix zeigen. Für alle, die so geduldig dran geblieben sind, können wir hier einmal die Totholzecke zeigen. Ja, ich muss hier gerade mit der Schattenwirkung ein bisschen aufpassen. Aber hier zeigt sich das wunderbar. Die ist jetzt soweit fertig, das erste Stück. Es soll da hinten irgendwo noch weitergehen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall Hummelköniginnenzeit und wir müssen uns ein bisschen gedulden und erstmal schauen, wo das Ganze dann hinführt, wo die ihr Plätzchen suchen. Aber eine Stelle, die möchte ich euch zeigen. Hier auch dekorativ Sachen entstanden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Ein bisschen mehr. Und ein Stückchen weiter und ich versuche mal schattenfrei zu bleiben. Haben wir doch tatsächlich ein paar Stellen gefunden,
wo die Hummelkönigin rein sind. Also das durfte ich direkt beobachten. Das heißt, die Erde nimmt hier nicht weg. Das kann auch böse für einen enden, wenn man sowas versucht oder macht. Denn da bezahlt man heutzutage richtig Strafgeld für, wenn man ja, die Tiere tötet oder sonstiges macht. Nicht zu unterschätzen. Da gibt es so einiges, was jetzt unter Naturschutz steht, was ihr vielleicht gar nicht so auf dem Kasten habt. Mit dazu fällt mir jetzt ein, auf meinen eigenen Garten übertragen, bei mir, also wie gesagt, die Hummeln, ne? die Erdhummeln. Dann habe ich ja noch die Hornissen. Ich habe noch eine weitere gefunden in einem Tuch. Igel ist so eine Geschichte. Dann glaube ich hier mal, obwohl ich laut dem, was ich da so gelesen habe, dürfte sie hier gar nicht sein, eine Zwerglibelle gesehen. Dazu gibt es ein Foto, da will ich mich auch nochmal an fachkundige, sachkundige Menschen wenden, die mir nochmal sagen sollen, was für ein Tier das ist. Denn ich bin sämtliche Register durch, ich habe die nicht gefunden. Und das total Spannende an diesem Tier war, es saß da auf der Weide, die nicht mehr da ist, die weggesägt ist. Also, ach nee, Blödsinn, das war auf der rechten Seite. Und mal gucken, ob ich diese Farben eingefangen kriege. Ach, wieso mache ich das denn so umständlich? Ich habe das Ganze doch als Bild da. Ich glaube, es ist ein Hochkantbild, aber zum Zeigen oder so. Ich werde euch da mal ein schönes Bild einspielen. Da seht selbst, könnt sehen, da im Hintergrund. Schaut euch mal die Farben der Libelle an und schaut euch mal die Farben, die da an der Weide gefunden werden können, an. Also dieses Braun, dieses Grünliche und so. Ich habe so das Gefühl, das ist eine Chamäleon. Zwerglibelle, also sowas habe ich noch nicht gesehen, auch bei meinen Recherchen nirgendwo drauf gestoßen, bin auch so die verschiedenen Merkmale durchgegangen, die verschiedenen Gruppen, da war nicht dazwischen. Und die einzige Libelle, die da so rankam, war die Zwerglibelle, aber ich kann mich natürlich irren, wie gesagt, ich bin da nicht ausgebildet und vielleicht gibt es auch noch viel bessere Seiten, Bücher und so, wo man sowas erkennen kann. Ich habe sie nicht gefunden in unserem weiten Internet. Wenn da jemand Ahnung hat, gerne unten in die Kommentare. Ich bin da sehr neugierig, aber ich werde da bestimmt auch noch mal irgendwann aktiv, weil ich das einfach wissen will, was da irgendwie so ist. Ja, aber worum ging es? Um Tiere, die geschützt sind. Also bei den gerade aufgezählten Tieren ist es auf jeden Fall so, dass ja, die geschützt sind. Da kann man richtig Geldstrafen bezahlen im fünfstelligen Bereich. Ist nicht lustig. Und ich war hier dementsprechend auch schon verunsichert. Das heißt, ich kann von Frühling bis Herbst beim Dach nicht bei und ich kann von Frühling bis Herbst hinten bei der Erde nicht bei, weil die einfach sich da breit machen. Die lasse ich in Ruhe, das ist so. Es gibt übrigens auch noch so ein Geschichtchen mit Vogelnestern und etc. pp. Da müssen wir mal so ein bisschen selber recherchieren, was da los ist und welche Arten da geschützt sind und worauf man aufpassen sollte. Aber ich denke mal, die Grundregel ist doch, ja, möglichst viele Arten irgendwie in die Natur wiederzuholen oder sich ausbreiten zu lassen vielmehr und denen eben Lebensraum zu geben, mit ihnen gut umzugehen, zusammen mit ihnen klarzukommen und das ist so das, was ich bestrebe auf jeden Fall. Dafür schlägt mein Herz. Ja, das fühlt sich einfach richtig ein für den Weg, ja, im Einklang mit der Natur zu leben. Ne? Also ich denke, jedes Lebewesen ist wertvoll, ist irgendwo für in der Natur geschaffen und hat definitiv seine Existenzberechtigung. Also ich möchte keine Tiere wissentlich töten, ja. Wobei natürlich, wenn der Mensch so groß ist und auf dem Boden rumläuft, gar nicht sehen kann, was da unten los ist. Gar keine Frage, alles hat irgendwie Grenzen. Aber alles, was bei uns in unserer Macht steht, von dem wir wissen, was wir besser machen können, auch wenn wir es nicht sehen, ja, können doch da mal ein bisschen umdenken und in eine andere Richtung gehen. Das würde ich mir wünschen für die Welt, für alle. Ja. Und in diesem Sinne, das war eine kleine Verlängerung, eine kleine längere Verlängerung, sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bin gespannt, wie sich das weiter auf dem Kanal entwickelt. So anscheinend gefallen euch die Rundgänge und wenn ich überall so reingehe und so ein bisschen mal was erzähle, auch so wie heute am besten. Wenn ihr nochmal sowas macht wie mit der Totholzhecke in dem Apfelbaum mit den Kreisläufen und was hatten wir dann noch? Achso, das Kiholbeet, wo nicht ganz so viele sehen. Ja. Die Geschichte ist natürlich auch abhängig von den Thumbnails, die Bilder, die ihr als erstes seht und natürlich Titel. Und das sind beide Sachen, wo ich mich total schwer tue aus meiner Sicht mit Titeln sowieso. Am liebsten hätte ich da jemanden, der mir das schreibt, umschreibt, dass die Dinger passen. Das ist mein, ich habe ein Problem, meine Gedanken dahinter oder meinen Blick dahinter zu verfassen, dass es verstanden wird. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich bin ziemlich verkopft, kompliziert in dieser Hinsicht. Und da irgendwie, ja, ich gehe mit den Worten, die ich irgendwie in der Welt kennenlerne, um, aber es fühlt sich nicht nach meiner Sprache an. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich fühle mich, was Titel für meine Videos angeht, fühle ich mich fremd.
Also es ist jetzt auch nicht schlecht, aber es ist auch nicht gut für mich, also aus meiner Sicht. Ja, ist alles gesagt. So, okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars, ich bin raus und weg. Da weiß ich manchmal nicht, was ich sagen soll und dann verhaspel ich mich und dann ist das aber auch so. Und dann stehe ich dazu, so wie jetzt auch noch. Jetzt ist es auch so ein Ding, soll ich das reinnehmen oder nicht reinnehmen? Ich lasse das jetzt drin. Und weg.